Ja, herzlich willkommen hier im Kino des Filmmuseums zu einer Veranstaltung der Lectionfilmreihe Die Erfinder in der Formen, das Kino von Chantal Ackermann. Ich freue mich sehr, dass wir heute Verena Mundt zu Gast haben, die uns über Golden 80s von Chantal Ackermann sprechen wird. Und ich wollte ganz kurz zwei Hinweise. Einmal, dass wir den Film wiederholen am 21. November, ein Mittwoch um 18 Uhr. Also wer noch den Film nochmal sehen will oder einfach weiterempfehlen will, gibt es einen Zusatztermin, dann zeigen wir einfach den Film und den Vortrag und so. Und dann möchte ich auch sehr, sehr herzlich einladen zu der Vorführung am 17. November, am Samstag, zeigen wir den Film Les années 80, die 80er Jahre, ein Dokumentarfilm, den Chantal Ackermann zu diesem Film gemacht hat oder zu dem Prozess. Verena Mundt wird auch das in dem Vortrag angehen um sein Thema und ich wollte das schon gesagt haben, alle, das komplette Programm von auch mit Begleitprogramm, finde Sie im Programmheft von Filmmuseum und auch alles finde ich schon auf unserer Webseite www.chantal-ackermann.de. Das ist die Webseite für diese Reihe und da finden Sie auch alle Informationen, nicht nur zu den Vorträgen und Filme der Lecture-Reihe, sondern auch zu diesem Begleitprogramm. Wie zum Beispiel Ende November zeigen wir die zwei, wie schon angekündigt, die zwei Filme von Eric de Kuyper, der bei uns zu Gast war. Aber alle Informationen finden Sie dann im Monatsheft und im Internet. Und ich begrüße jetzt Marc Siegel, der uns eine Einführung zu Verena Mundt machen wird. Vielen Dank. Hallo, guten Abend. Wie soll ich meine geschätzte Kollegin, geschätzte Freundin hier vorstellen? Wie kann ich ihre vielfältige Forschungsaktivitäten, Publikationen, kuratorische und Festivalarbeit und ihre Arbeit als Wissenschaftskoordinatorin beschreiben oder zusammenfassen? Lass uns einfach einen Begriff aus dem Titel ihres 2017 mit herausgebrachten bahnbrechenden Sammelband zur Ökonomie von Liebe und Arbeit entleihen. Verena Mundt ist Working Girl. Zitat: The collection has some genuine gems. One of them is An der Theke, an essay by Verena Mundt. Mundt sets out to unpack the iconography that depicts a working girl when placed in the vicinity of bars and counters, along with the shifting social mores informing that iconography. The result is a tour de force. Almost vertiginous in range and pace, Mundt turns the vagueness of the working girl as a category to good account, deftly tracing an iconography shared by secretaries, sales girls, and young career women. End Zitat. Diese lobende Worte aus einer 2009 Kritik greifen ein wesentliches Aspekt Mundts wissenschaftlicher Arbeit auf, vertiginous in range and pace. Egal welches Thema eine ihrer Veröffentlichungen behandeln, sei es Marilyn Monroes Mund, wie Frauen riechen oder Zeugenschaft im zeitgenössischen deutschen Dokumentarfilm, bezieht sie sich auf ein erstaunlich breites Wissen über Film, Medien und Sozialgeschichte und Theorie. Eine überarbeitete Fassung des Textes An der Theke wurde zum Teil Mundts Doktorarbeit Frauen vor Ort. Brücke, Switchboard, Theke. Ihr PhD erhielt sie Anfang dieses Jahres an der Universität Bonn. Mundts Faszination für die Repräsentation arbeitender Frauen im Film und Kunst geht über ikonografische Analyse hinaus, um auch das Manko an Visualisierungen zu behandeln. Nimm Mary Bailey, Donna Reed, die Ehefrau von George Bailey, Jimmy Stewart, in Frank Capras Weihnachten-Favorit It's a Wonderful Life von 1946 als Beispiel. Zitat: Marys Leistungen erscheinen denn auch eher unauffällig und reichlich kurz auf der Bildfläche, wie das so ist mit Mutterarbeit. Was das jedoch für eine Art Arbeit gewesen sein muss, all die Leute zusammenzutrommeln, wie viel Logistik, Anstrengung und Einfallsreichtum notwendig waren bei den Wetterverhältnissen und der Kürze der Zeit, das könnte glatt den Stoff für einen Actionfilm hergeben. Endzitat. Als wissenschaftliche Koordinatorin des Graduiertenkollegs Configuration des Films an der Goethe-Universität ist Mundts Arbeit auch unauffällig und reichlich kurz auf der Bildfläche.
Die wissenschaftliche Forschung im Rahmen des Kollegs sowie die Lehre und Forschung, die wir am Institut für Theater, Film und Medienwissenschaft zwischen 2014 und 2018 getrieben haben, wo Mundt als Koordinatorin gearbeitet hat, könnte nicht ohne ihr Actionfilm im Koordinationsbüro stattfinden. Bevor sie nach Frankfurt kam, war Mundt die filmwissenschaftliche Koordinatorin am Institut for Cultural Studies and Comparative Literature der Universität von Minnesota in Minneapolis. Dort arbeitete sie als Filmkuratorin und hat an der Universität und an der Walker Art Center zahlreiche Reihen zu Themen wie Cinema of Urgency und Space Body Sound unter anderem konzipiert. Ihre filmkuratorische Arbeit geht zurück auf die 90er Jahre, als sie Programmer und später Direktor des International Frauenfilmfestivals in Köln, die Feminale, war. Dort konzipierte sie viele Film- und Vortragsreihen, inklusive Girls, Gangs, Guns 1999, auch der Titel eines von ihr in 2000 mit herausgebrachten Sammelbandes und mein Lieblingstitel einer ihrer Feminale-Reihen, die ich leider nicht persönlich erlebt hat, He, She, It Sucks. Vampires in Film. Golden 80s, den Film Mundt für heute Abend ausgewählt hat, ist mein Lieblings-Ackermann-Film. Vielleicht eine trotzige Wahl von mir, das unterhaltsame Musical aus einer faszinierenden Filmografie von teils sehr herausfordernden Filmen auszuwählen. Aber lass uns nicht die Arbeit an einem Musical unterschätzen. Lass uns nicht die arbeitenden Frauen hinter und auf der Leinwand unterschätzen. Die Frauen auf dem Weg zur Arbeit, die Frauen hinter und an der Theke, die Frauen im Kleiderladen, im Haarsalon, die Frauen beim Einkaufen. Ich kann niemanden Besseres als Verena Mundt vorstellen, um die ikonografische Komplexität, die soziale und filmhistorische Relevanz dieser arbeitenden Frauen für uns zu schätzen. Bitte grüß mit mir Verena Mundt. Ja, ganz vielen Dank, Marc. Guten Abend und vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, ich mache das so. Chantal Ackermanns Film Golden 80s kommt 1986 in die Kinos. Ein Film mit langer Produktionszeit. 1983 arbeitet Chantal Ackermann bereits intensiv an ihm, als sie einen anderen Film herausbringt, der aus der Arbeit an Golden 80s hervorgeht. Es handelt sich um eine Montage ausgewählter Filmaufnahmen von der praktischen Arbeit an Golden 80s. Ein Film, der die Intensität der Probenarbeit zeigt, der von Marc. Ja, ich hab aber ein Taschentuch. Einen Moment, Entschuldigung. The 80s, ein Film, der die Intensität der Probenarbeit zeigt, der von der harten Arbeit feiner Nuancierung von Fertigkeiten wie Intonation und Körperbewegung, von Rhythmus in beiden und deren Verhältnis zueinander erzählt. Man könnte ihn als einen experimentellen Making-of-Film bezeichnen, der auch noch 3 Jahre früher erscheint als das Endprodukt. Der Titel schlicht The 80s, kein Gold für den Experimentalfilm, für die Art, die man von der Regisseurin kennt. 2011 in einem Interview während des Filmfestivals in Venedig erzählt Ackermann, dass sie ihren Vater beeindrucken wollte. Siehst du denn nicht, hätte sie einmal zu ihm gesagt, wie bekannt ich unseren Namen gemacht habe? Woraufhin er entgegnete, ja schon, aber ihre Filme würden doch kein Geld einbringen. Für sie, so sagt sie 2011 rückblickend, sei das der Grund gewesen, einen Film für ein größeres Kinopublikum zu machen, einen, der Geld einspielt. Golden 80 ist auch genau so ein Film. Nicht umsonst heißt er so. Ein Film mit einem Budget, das alle ihre vorherigen übersteigt. Ein Film, wie sie sagt, mit dem sie alle Erwartungen zurückweisen und mit dem sie insbesondere, wie sie in einem Interview mit Nicole Brenet sagt, ihren Vater vor den Kopf stoßen wollte.
So gesehen ist Golden 80s auch ein Film, der mit Arbeit und mit der Anerkennung für die eigene Arbeit, mit Geld und mit Gefühlen zu tun hat. In einem Interview von 1983, also während ihrer Arbeit an Golden 80s, erzählt Ackermann davon, was Golden 80s für einen Film werden soll. Ich muss das hier mal irgendwie anders arrangieren. So. It's going to be a big musical. It's going to have 500 actors in a set we'll construct. Ein richtiger Studiofilm. Das klingt zumindest von 2011 ausgelesen wie eine Adresse an den Vater. Dann fährt sie fort. It's going to be about love and commerce, about people who are working in a shopping center. Hairdressers, vendors, shopgirls, snackbar girls, these people. Vor allem Frauen also. Ich werde den Film im Folgenden nicht als Musical betrachten. Mich interessiert der zweite Aspekt, die Shopgirls, die Snackbar-Girls and Hairdressers. Mich interessiert, was kann man über Golden 80s sagen, wenn man ihn als einen Working Girl Film betrachtet. Ackermanns Charakterisierung ihres Films kann man dann in seinem Vorspann wiederfinden. Hier nämlich gibt sich der Film bereits als Working Girl zu erkennen. Das lässt sich noch deutlicher zeigen, wenn wir uns zunächst der Szene widmen, wie sie noch 1983 in The 80s aussieht. Da ist sie nicht der Vorspann, aber die Szene kommt vor. Hier wird zunächst einmal bestätigt, dass es um Frauen geht und um Reduzierung. Nackte Beine, vielleicht in Seidenstrümpfe gehüllt, sexualisiert. In High Heels treten sie auf und gehen durchs Bild. Werden per Schnitt durch andere, etwa solche in Ballerinas, ersetzt. Manche Beine eilen durchs Bild, manche schlendern, andere drehen eine Pirouette oder machen Tanzschritte. Immer bleibt die Kamera starr und schräg auf den Boden gerichtet, dorthin, wo die Beine entblößt unter den Röcken hervorschauen. Mehr von den Frauen sehen wir nicht, doch die Beine vergewissern uns qua ihrer metonymischen Funktion. Wir sehen die Beine und wissen, es sind Frauen. Was aber, wenn die Schuhe gewechselt werden, wenn sie also gar nicht angewachsen sind? Waren das nicht Männerboots in der letzten Szene? Und die Pumps, in die Füße dann steigen, waren die nicht ungewöhnlich groß? Die Körperbewegung am Schluss, war das eine Frau? Zweifel an der Gendersicherheit wie am Ende dieser Szene aus The 80s tauchen im Vorspann von Golden 80s dann nicht mehr auf. Wenn auch die Kameraeinstellung der vorherigen entspricht, das Konzept ist weitaus reduzierter. Die Kamera, wie gehabt, beobachtet Frauenbeine. Frauenbeine jedoch, die weder schlendern, weder sich drehen, noch unschlüssig sind, sondern allein Frauenbeine, die durchs Bild eilen. Shopgirls, Hairdressers, Snackbargirls auf dem Weg zur Arbeit. Und kreuz und quer zu dem. Zu dem Kreuz und quer komme ich noch. Jetzt ist meine... Ach nee, doch, da. Die sogenannten Mädchen mit dem eiligen Gang... Wie ein Zeitschriftenartikel von 1927 sie betitelt, werden in den ersten Dekaden des 20. Jahrhunderts zum Topos. Es ist eine neue Gruppe von Angestellten, an die man sich in den Großstädten erst noch gewöhnen muss. Daran, dass plötzlich so viele Frauen ohne Begleitung, das meint ohne männliche Begleitung, auf den Straßen und in der Öffentlichkeit zu sehen sind. Sie machen nervös. Ich zitiere Max Brod von 1919 aus Schloss Nornepügge. Über einen weiten Platz eilten in langem Zug die Ladenmädchen heim. Sie gingen in Gruppen, untergefasst, zu zwei, zu dreien, auch mehr. Eine maßlose Begierde, für die er keinen Ausdruck fand, überfiel ihn mit dem trippelnden Geräusch der tausend Stöckelschuhe, mit dem Knittern der Rockfalten. Zitat Ende. Für die Beobachter von Straße und Arbeitsplatz gehört zu den Working Girls ihre Sexualisierung dazu. Diese neue Art von Berufstätigen, deren Klischee den Chef oder Juniorchef heiratet, ziehen ein großes Publikum. Sie füllen Fortsetzungsromane, Zeitungskolumnen, Leserbriefspalten und nicht zuletzt sind sie als Protagonistinnen in Spielfilmen bekannt. Und obwohl sie allenthalben bekannt sind, obwohl sie schon damals den charakteristischen Eindruck der Großstadt ausmachen, wie die Soziologin Susanne Suhr 1930 schreibt, fallen sie Jahrzehnte später immer noch auf. You see them every morning at 8:45 rushing out of the maw of the subway tunnel, beginnt Rona Jaffe ihren Roman The Best of Everything. Fast zeitgleich wird der Roman verfilmt und macht die vermeintlich neue Gruppe von Angestellten sichtbar.
So, und den Vorspann werde ich jetzt nicht ganz zeigen, weil, ja, wir müssen sparen. okay. Also was ich vergessen hatte, ist, der Anfang fängt mit imposanten Luftaufnahmen von Manhattan ein und den noch leeren Straßen. Und ich bin dann reingegangen, als sie sich bevölkern. Die große Stadt, Frauen in der Rush Hour, die Stellenannonce. Der Vorspann stellt die 9 Angestellten vor, wie sie sich in Farbe und Silhouetten ihrer, wie sie sich in Farbe und Silhouette ihrer Kleider von der Norm der Anzüge abheben. Am U-Bahn-Ausgang schneidet der Film erst, nachdem das Frauenbein mit Pumps im Bild erscheint. Und die Stellenannonce verspricht der potenziellen Sekretärin nicht nur Best Job, Best Pay, sondern auch Best Surroundings und Best Contacts. Der Job alleine reicht den Working Girls nicht. Sie wollen obendrein heiraten. Es braucht nur Kleinigkeiten, um den Diskurs aufzurufen. Und das wissen auch die Filme über Working Girls. Sie reflektieren das. Zudem gibt es eine ganze Reihe von Filmen, die bereits im Vorspann nicht nur darauf hinweisen, dass sie von Working Girls erzählen, sondern darüber hinaus auch, dass es andere solche Filme vor ihnen gab. Wenn Jane Fonda hier am Ende ins Bild trippelt, dann ist das nicht einfach ein Filmzitat. Hier wird ein Vorspann zitiert. Die Stelle im Film, an der ein Film auch immer über sich selber redet, sich selbst einordnet. Ähnlich wie für Hope Lange in The Best of Everything ist es der erste Tag im neuen Job. Doch für Jane Fonda ist es ein Wiedereinstieg. Sie ist keine 20 mehr, die Brille ist ein Zaunpfahl. Es wird hier um Working Girls gehen, aber um ganz andere, um ältere. Das Zitat im Vorspann ist nicht nur Einordnung, sondern zugleich eine Positionierung in der Variation. Ebenso wie 9to5 einen Kassenschlager hier zitiert, wird auch dieser Vorspann selbst wiederum in anderen Vorspänen zitiert. In Lizzie Borden's Working Girls von 1987 und auch noch in The Devil Wears Prada von 2009 von David Frankel. Beide beginnen mit der morgendlichen Prozedur des Arbeitstages und greifen dann eilige Frauen im hektischen Straßengeschehen heraus. Und beide Filme positionieren wiederum ihre Besonderheit. Bei Borden weist das Fahrrad auf ein Freiheitsmotiv in der Frauenbewegung. The Devil Wears Prada deutet bereits an, dass es eine der Leistungen von Anne Hathaway sein wird, sich auf Größe Null runterzuhungern. Was ich sagen will, ist, Ackermann erzählt in ihrem Vorspann nicht einfach von berufstätigen Frauen. Sie situiert ihren Film in wohl eingeführten Topoi und altbekannten Narrativen und arbeitet damit. Die Geschichte der sogenannten Working Girls beginnen, wie gesagt, häufig mit dem Arbeitsweg. Nicht unbedingt im Vorspann immer, aber mit einigem im Vorspann, aber ansonsten auch. Das ist bemerkenswert, denn die Arbeit spielt in den dann folgenden Geschichten eigentlich eine untergeordnete Rolle. Das ist übrigens bei Bordens Film anders, der sicherlich auch ein sehr ungewöhnlicher Film in der Sicht ist, und auch nicht ganz so deutlich bei 9to5. Aber in beiden Fällen gibt es Gründe dafür. Doch was prinzipiell Working Girl Geschichten vorantreibt, sind vielmehr Fragen der Paarbildung. Und der Arbeitsweg verknüpft Privatheit und Arbeitsplatz. Er verweist auf die Berufstätigkeit der Frauen, aber er stellt auch die räumliche und alltägliche Verbindung zwischen Privatsphäre und Arbeitswelt dar. Ein Working Girl ist nicht einfach eine berufstätige Frau. Ein Working Girl, das kann man im Oxford English Dictionary nachlesen, goes out to earn a living rather than remain at home. Auch im Lexikon kann man sich das Working Girl nicht ohne Privatsphäre vorstellen. Eine Privatsphäre, die erfüllt ist vom Interesse an Paarbildung, so lautet zumindest die Unterstellung. Entsprechend richten Working Girls, also die Shopgirls und so weiter, wenn sie sich über ihre Zukunft Gedanken machen, ihre Aufmerksamkeit nicht auf die berufliche Perspektive. Die könnte auch keine befriedigende Antwort geben. Kaum Aufstiegsmöglichkeiten, schlechte Bezahlung. In Working Girl Geschichten allerdings wird das mangelnde Interesse an der Karriere eher durch eine Gender-Referenz begründet. Frauen sind so. Spätestens, wenn es um die Zukunft geht, verschiebt sich für sie der Blick vom Arbeitsplatz auf die Zeit nach Dienstschluss. The new melody, that 5:30 feeling, wie es zu Beginn des Working Girls Kitty Foyle von 1940 heißt. Die Unruhe also darüber, wenn nach Geschäftsschluss niemand auf einen wartet.
wenn nichts vor einem liegt als bloß der abendliche Weg nach Hause, wo, wie es zudem scheint, ohne Mann nur Langeweile sein kann. Wie sich dieses Modell bei beruflich erfolgreichen Frauen gestaltet, kann man dann bei The Devil Wears Prada lernen. Und natürlich nicht nur da. Miranda Priestley, also Meryl Streep, muss eine Scheidung verdauen. Karrierefrauen sind einsam. Wenn in Golden 80s die Angestellten am Morgen an der Geschäftstür zusammenkommen und über die Hochzeit einer ehemaligen, und ich betone ehemaligen Kollegin reden, dann heißt es, wer heiratet als Nächste? Mado, du? Und sofort wird gemahnt, warte bloß nicht zu lang. Ansonsten nämlich wird man zu alt und es bleibt einem nur der Beruf. In Golden 80s gibt es drei Variationen von Working Girls. Die schon erwähnte Mado glaubt naiv an die große Liebe und ist glücklich verliebt in den Sohn des Boutique-Besitzers von gegenüber. Dann ist da Lily, der Golddigger, die sich Monsieur Jean geangelt hat. Mit sexuellen Diensten macht sie ihn sich gefügig, einen Friseursalon hat er ihr schon gekauft. Schließlich Sylvie, sie ist die Einsame und das, obwohl sie im sozialen Zentrum der Mall arbeitet, in der kleinen offenen Bistro-Bar. Es ist ein wohlplatzierter Ort, von wo aus man den Raum der Mall gut im Blick hat. Sogar die Gerüchte, wie sie im Salon oder in der Boutique, sogar die Gerüchte, wie sie im Salon oder in der Boutique getuschelt werden und die früher oder später an die Bar gelangen. Sylvie hat ihrem Herz an einen Mann gehängt, der ihr zwar Liebe versprochen hat, dann aber nach Übersee gegangen ist. Um Geld zu machen, wie er sagt. Aus Kanada schreibt er Liebesbriefe, immer wieder kommen welche an. Sylvie aber leidet nicht einfach an ihrer Einsamkeit, sie stellt ihre Einsamkeit auch aus. Das geht gut an der Bar, die ist dafür wie gemacht. Als Ort des Konsums ist sie ein Warendisplay, aber sowieso schon ein Ausstellungsort. Und sie hat eine erhöhte Anordnung. Die Bartheke eignet sich deshalb sogar als Bühne. Sylvie weiß sich das zunutze zu machen. Hinter der Theke liest sie ihre Liebesbriefe, mehr noch, sie liest sie dort vor. Ackermann nutzt diese Szene gleich zu Beginn, um Zuschauerschaft und Publikum zu thematisieren. Genauer, was für Erwartungen durch das Zuschauen mit im Raum sind. Das Wissen des Publikums, das mit dem auf der Bühne oder auf der Leinwand Gezeigten zusammenwirkt. Zum Beispiel das Wissen über Working Girls, das uns Vorspende verstehen lässt. Oder auch das Erfahrungswissen, wie man Dialoge, die man im Film hört, mit bestimmten Personen, die man sieht, verbindet und dadurch erst meint, sie richtig zu verstehen. Wenn man sich in The 80s die betreffende Szene in der Probephase zu Golden 80s anschaut, also die erste Szene von Sylvie, wo sie ihren Brief vorliest, dann weist diese Szene Ähnlichkeiten mit einer Szene aus einem anderen Working Girl Film auf, nämlich mit der ersten Szene von Jean-Luc Godards Vivre sa vie. Godard stellt in dieser Szene seine Protagonistin vor, doch er zeigt sie uns nicht. Wir sehen ausschließlich ihren Rücken. Auch im Spiegel findet man nur eine unscharfe Abbildung und auf die wird man überhaupt erst aufmerksam, weil man das fehlende Gesicht der sprechenden Protagonistin sucht. Man ist die Dissoziation von Gesagtem und Sprechender nicht gewohnt. Es irritiert oder anders, man wird in dieser Szene darauf hingewiesen, wie viel man voraussetzt, um ungestört zuschauen und sich seinen Reim machen zu können. Eine Szene, die einen sich fragen macht, was für ein Bild muss ich von dieser Person haben, damit das, was gesagt wird, in dieses Bild passt. In welche Richtung würde eine jeweils andere Mimik die Bedeutung lenken? In welcher Hinsicht würde sich unterschiedliches Augen-Make-up und Haarfrisur auswirken? Haben wir einen Eindruck etwa von Ernsthaftigkeit, von Gerissenheit oder von Unkonzentriertheit, von Oberflächlichkeit? Ackermanns Thekenszene in The 80s macht nun einen ähnlich prägnanten Gebrauch des Thekenspiegels wie in der Szene von Vivre sa vie. Auch hier werden die Bedingungen der Theke genutzt, um die Bedingungen der Filmerfahrung ins Bild zu rücken. Godard wie Ackermann wählen jeweils für ihre Szene nicht von ungefähr die Theke als Ort. Zunächst einmal eignet sie sich als kommunikativer und als dynamischer Ort, um von Working Girls zu erzählen. Die Theke ist ein Ort der Mittagspause, hier geht es schnell voran, auch sonst so, was Neuigkeiten und Informationen betrifft. Und an der Theke macht man schnell Bekanntschaft.
Die Basiskommunikation an der Theke wird als ein Gegenüber erzeugt. Bitte ein Bier, das macht 3,50. Hier entsteht eine bestimmte Position des Gastes im Raum, nämlich er kehrt dem übrigen Raum den Rücken zu. Der übrige Raum rückt sozusagen ins Off des Gastes. Der aber kauft dort nicht nur etwas, sondern er verbleibt auch und konsumiert. Hinter Theken findet man deshalb häufig Spiegel, die betonen einerseits das Spektakuläre des Ortes und erzielen eine optische Raumerweiterung, aber sie ermöglichen es auch, den Raum im Rücken, den Raum im Off zu beobachten. Der Unterschied zwischen Ackermann und Godard entsteht offensichtlich daraus, dass Nana bei Godard als Gast an der Theke sitzt, während Sylvie ihren Brief am Arbeitsplatz hinter der Theke vorliest. Nana unterhält sich mit ihrem Ex-Mann neben sich an der Theke, Sylvie spricht zu den Gästen. Die Kommunikation bei Godard läuft lateral, bei Ackermann frontal. Beide nutzen den Spiegel nicht beiläufig oder nur momentan, etwa für die Einleitung eines Gegenschusses. Vielmehr lenken beide den Blick auf den Spiegel. Dort erscheinen ansonsten im Bild unsichtbare Teile der ablaufenden Kommunikation. Bei Godard das Gesicht der Sprechenden, bei Ackermann die Zuhörenden von Sylvie. Die Zuhörer von Sylvie wären ohne den Spiegel ebenso unsichtbar wie wir Zuschauerinnen. Durch den Spiegel werden wir gewissermaßen in den Film gespiegelt. Wir schauen von etwa dort auf Sylvie, von wo aus die Auslöser des Spiegelbildes es tun. Es entsteht hier eine Überlagerung von Zuschauerraum und Orchamp, also jenem filmischen Raum, der außerhalb des Bildes liegt, aber dennoch im Bild eine Rolle spielt. Nun fällt in Golden 80s der Spiegel weg. Und die Theke wird ein Rondell. Sie schließt Sylvie jetzt ein, betont so deren Einsamkeit. Für den Spiegel bleibt kein rechter Platz mehr. Die Zuschauersituation wird jetzt durch andere formale Elemente in den Film geholt. Zum einen, es deutet sich bereits am Ende von der 80s-Szene an, erscheinen in Golden 80s Rückenansichten im Bild. Anders als in Vivre sa vie, wo Nanas Rücken eine Art Affront an den Zuschauer darstellt, nutzt Ackermann die Rückenansicht als die von Zuschauenden. Sie platziert uns sozusagen in den Reihen der Zuschauer im Film. Die Rücken tauchen allerdings noch gar nicht in der Liebesbriefszene gleich zu Beginn auf, sondern erst in einer späteren Szene mit einem weiteren Brief von Sylvies Liebhaber. In der ersten Liebesbriefszene wird die Funktion des Spiegels demgegenüber durch Gegenschüsse ersetzt. Eine Folge von Gegenschüssen auf zwei begierige Zuhörerinnen gleich zu Beginn und dann noch durch einen weiteren Gegenschuss, der der räumlichen Einordnung dient. Das ist jetzt auch 2 Minuten lang. Alle Gegenschüsse haben etwas Plötzliches. Sie irritieren die Perspektive, an die wir uns gerade gewöhnt hatten. Die ersten Gegenschüsse sind extrem hart geschnitten, zudem adressieren die beiden Figuren jeweils direkt die Kamera. Der weitere Gegenschuss auf die Zuhörenden wird zwar durch die Musik eingeleitet, doch springt die Kamera hier nicht in Sylvies Position, sondern in eine eigentlich unmögliche, in die der Backbar. Diese Einstellung zeigt das Geschehen vor der Bartheke und den Blickpunkt, von dem aus Sylvie das Geschehen in der Mall beobachtet. Ihre Perspektive wird so im Raum verortet. Und es ist diese Perspektive, die vorherrschende Einstellung der Kamera auf die Ereignisse im weiteren Film prägt. Sei es im Friseursalon oder an der Umkleidekabine der Boutique, in der Halle sowieso. Ich betone, es ist die vorherrschende und prägnanteste, nicht die einzige. Auch ist es nicht so zu verstehen, als würde die Kamera die ganze Zeit im Bistro stehen bleiben und von hier aus filmen. Vielmehr nimmt die Kamera die Theke sozusagen mit, wenn sie sich näher an die Ereignisse heranbewegt. Die Theke gibt der Kamera die Kadrierung vor. An Stills, die ich eben schon gezeigt habe, kann man sich das auch nochmal gut klar machen, wieso das funktioniert. In beiden Einstellungen ist die eigentliche Theke hier, also nicht mal das Thekenboard, im Bild. Das Board verläuft in etwa dort, wo der untere Bildrand liegt. Das wird durch die Theke betont. Und zwar, obwohl das Thekenboard nicht mal im Bild ist. Der Bildrand markiert nun eine doppelte Grenze. Im filmischen Raum markiert er jetzt allein die Grenze zwischen, also
er alleine, nicht mehr die Theke. Im filmischen Raum markiert der Bildrand allein die Grenze zwischen Kunde und Bedienung. Zudem trennt er wie immer Zuschauerraum vom Bildraum. Die frontale Einstellung auf die Theke erzeugt so gesehen eine ähnliche Raumüberlappung wie der Einsatz eines Spiegels hinter der Theke. Die Betonung des unteren Bildrandes durch die Theke wirkt auch im weiteren Film fort. Und zwar auch, wenn dann wirklich keine Theke da ist. Die Vis-à-vis-Kommunikation an der Theke klingt hier immer mit. Was an Golden 80s formal auffällt, ist das Vorherrschen dieser Kadrierung. Meistens werden die Personen in einer zwischen halbnah bis nahen Einstellung gefilmt. Das Film wird dadurch bereits im Vordergrund weitgehend ausgefüllt, was, wenn es so häufig auftritt, merkwürdig erscheint. Eben dies ist aber die Perspektive, die Sylvie auf die Gäste unmittelbar an der Bar oder auf jene in der zweiten Reihe hat. Die Szene an der Theke zu Beginn des Films plausibilisiert diese dominante Kameraeinstellung und beschreibt sie verstärkt durch die Gegenschüsse als eine Perspektive des Zuschauens. Ich komme zum Kreuz und Quer. Working Girls sind für ihre Zweideutigkeit bekannt. Being a working girl, so fasst Judith Main zusammen, means understanding economics in sexual as well as business terms. Aufwand und Ertrag kann man so oder so verstehen. Lily hat das perfekt gelernt. Sie überzeugt Monsieur Jean mit einem Handjob davon, dass er keinen Grund zur Eifersucht hat und doch bitte die Miete für den Salon weiterzahlen soll. Aber auch Madot, der man ja die aufrichtige Liebe zu Robert glaubt, weint am Ende nicht nur um Robert, sondern auch, weil sie die Hochzeitsgeschenke zurückgeben soll. Er muss jetzt noch, egal. Wenn die neu verheiratete Kollegin dann später auftaucht und nach ihrer neuen Ehe gefragt wird, beklagt sie die schlechte Bezahlung. Aber in Golden 80s reden nicht nur die Working Girls zweideutig. So ziemlich alle tun das. Und nicht nur in Bezug auf Geld und Liebe. Alle Werte werden beliebig ausgetauscht. Wenn Monsieur Schwarz schließlich zu seiner Kleiderallegorie ansetzt am Ende, um Madot über Robert hinwegzutrösten, dann endet das in nicht mehr als einem bloßen Geschäftsinteresse. Aus seinen Erklärungen, warum Robert erst Lily und dann Madot nicht heiraten soll, kann man sich so recht auch keinen Reim machen. Madame Schwarz weist ihn auf seine Widersprüche hin. Aber auch Madame Schwarz, von der wir erfahren, dass sie als Holocaust-Überlebende von ihrer großen Liebe gepflegt wurde und ihn dann aus den Augen verlor, oder wie auch immer. Jedenfalls, sie tröstet Madot damit, dass man alles überleben kann, solange man zu essen und zu trinken hat. Und wenn nicht, dann sei es zu Ende für alle. Dann käme nur noch der ganz große Schrecken. Lächelnd sagt sie das. Und ihre große Liebe, Eli, der extra über den Atlantik kommt, um sie endlich nach Jahrzehnten zu finden, beginnt schon gleich, nachdem sie ihm einen Korb gegeben hat, eine Affäre mit Lily. 3 Monate später stellt er Madame Schwarz seine neue Frau vor, die ist nicht Lily. Alle sind korrupt oder bigott. Und in welcher Weise, das ändert sich permanent. Wenn Geld das Wichtigste ist, dann zählt nichts anderes mehr, oder? Andererseits, wenn Geld hinter allem steckt, dann taugt es umgekehrt auch als beste Erklärung, warum man sich der Liebe entzieht. So wie bei Sylvies Geliebten, dessen Absicht, zu ihr zurückzukehren, wenn er erst nur genug Geld verdient habe, bereits durchgestrichen wird, bevor Sylvie den ersten Brief vorliest. Die Zweideutigkeit der Working Girls ist das Muster für die Kommunikation in Golden 80s. Nie weiß man, was man drauf geben kann, was da passiert. Wenn im Vorspann ein paar Frauenbeine in gerader Linie durchs Bild laufen, dann kommt im nächsten Moment ein anderes Beinpaar und streicht diese Linie wieder durch. Danke. Und The 80s lohnt sich echt, also gerade in Kombination mit dem Film. Ich empfehle das. Bitte begrüßen Sie nochmal mit mir Verena Mund und Max Siegel. Danke. Ist der Film nicht toll? ich fange vielleicht an mit einer Frage zum Vater, weil als ich den Film geguckt habe. Ich hatte vorher nie
diese Information gehabt, dass der Film von Ackermann aus ein Film war, wo sie etwas beweisen wollte zu ihrem Vater. Und wenn man denkt, ihre Mutter als Auschwitz-Überlebende, Delphine Seyrig in ihrer letzten Leinwandrolle als Auschwitz-Überlebende, als Mutter, hat eine Entscheidung getroffen gegen die Liebe und für die Ehe und Kommerz. Ist dann der Film Ackermanns Fuck You zu ihrem Vater? Oder ist das eine kritische Auseinandersetzung mit ihrem Vater? Wie siehst du das? Oder ist das irrelevant für dich? Nee, natürlich nicht. Ich habe es ja auch vorne. Ja, hast du mich schon. Ich habe das allerdings, ich würde es glaube ich nicht so ziehen, dass ich das auf die Figuren so draufziehen würde. Mhm. Ich würde schon sagen, das ist eher sozusagen, wie sie das gegenüber Nicole Brunet sagt, dass es so ein Film ist, wo sie so sagt, so ich stoße alle weg, aber eine wichtige Figur ist ihr Vater. Ich würde daraus aber nicht ableiten, dass jetzt Charles Denis also sozusagen ihren Vater spielt und Delphine, danke, Seyrig, ihre Mutter. Also es ist so, das, also so stark, also würde ich das auf keinen Fall machen. So habe ich es auch ehrlich gesagt nie verstanden, wenn sie sozusagen davon redet, dass bestimmte Sachen, dass da persönliche Sachen mit reinfließen. Mhm, okay, können wir vielleicht zurückkommen. Ja. Vielleicht eine andere einfach Bemerkung. Deine sehr schöne Diskussion des Vorspanns hat natürlich dann meine Aufmerksamkeit auf diese Bewegung in the frame, die Ackermann hat. Und das ist eigentlich immer unglaublich beeindruckend, wie sie ein dynamisches Quadrat, wenn man will, da präsentiert. Das haben wir schon in dem ersten Film der Reihe gesehen mit den Lichter auf dem, diese formale Auseinandersetzung mit dem Frame, diese Lichter auf dem Wasser, im letzten Film auch. Und hier hast du dann unsere Aufmerksamkeit auf so, in einem Sinn, Off-Screen-Space, so laterale Bewegungen, diese Kreuz und Quer. Das schien, als wir den Film gesehen haben, dann mehr durch den Film mit Leinwände, wie sie dann so Split-Screen-mäßig Effekte. Hast du mehr dazu zu sagen, wie das? Also ja, ich meine, was ich, glaube ich, bei dem Vorspann jetzt nicht weiter ausgeführt habe, weil eigentlich wollte ich gerne noch, aber die Zeit hat dafür nicht gereicht, den Vorspann von, damit vergleichen von Les Parapluies de Cherbourg von Jacques Demy, dass sie hier natürlich total den Bildrand betont, dadurch, dass die Beine da rein und raus rennen. Mhm. Das heißt, sie erzeugt damit, auch wenn das sozusagen eine schräge Einstellung ist, eigentlich ein sehr flächiges Argument. Und ich würde sagen, macht so das Argument, das hier ist jetzt kein Musical auf der Bühne, sondern die Bühne ist das Bild. Also sozusagen, und wenn man den Vorspann von Les Parapluies de Cherbourg im Kopf hat, der ist von oben gefilmt, aus einer Vogelperspektive, und dann laufen Regenschirme übers Pflaster. Und sie laufen sie laufen in Linie, sagen wir mal so. Teilweise die dann auch die Schrift irgendwie betonen, die Titles oder sowas. Und hier ist aber eben halt dieses, also da wird sozusagen auch ganz stark mit dem Bildrand gearbeitet und das Ganze sozusagen wie ein Inszenierungsraum markiert, sozusagen, als ein filmisches Musical dann. Und hier eben halt ähnlich, nur kreuz und quer. Und die, und für, ich dachte auch an Demi, weil es schien so fast Demi-Farben oder sowas, diese Baby Blue und Gelb, die Frauen im Friseursalon haben. Aber vielleicht so ein anderes Thema, so drei Themen zum Einstieg, bevor wir öffnen. Ich habe mich sehr so gefreut, dass du den Film präsentierst, weil ich bin einfach so, ich liebe den Film, ohne darüber reden zu können. Du hast das geöffnet insofern, dass du diese Betonung auf Frauenarbeit, so man könnte, so auf die Arbeit von Frauen, so man könnte in dem Sinn
den Film mit Jean Dielmann in Zusammenhang bringen. So andere Auseinandersetzung mit Frauenarbeit. Das, mhm. das hätte ich nie vorher denken können. Mhm. Mhm. Aber kannst du dann das erläutern, wie du dann formal diese Decke aus fast einer filmischen Linse, die du dann, wie du das beschreibst, dass die Theke ist irgendeine Linse, die uns durch diesen Film führt. Mhm. Dass ich brauche mehr Perspektive da, mehr Informationen, um zu verstehen, wie die Theke, ich weiß, es ist zentriert ja. In der Mise-en-Scène, aber kannst du das erläutern? Du hast es so mit Kamera verglichen, so mit Kameraeinstellung, mit... Ja, also was ich erstmal sagen würde, ist, warum die Theke hier auch funktioniert, ist, dass sie ein Ort ist, der sich sehr gut eignet für Working Girls. Also sozusagen, die Theke ist nicht nur rein formal verankert, sondern sie passt natürlich auch zu dem Sujet. Dann ist die Theke eben halt geeignet, sozusagen eine Face-to-Face. Kommunikation zu erzeugen. Also sozusagen so, wie wir Theke im Kopf haben, ist in der Regel, also nicht die Runde. Die runde Theke ist ja ehrlich gesagt eher ungewöhnlicher. Das, was man, wenn man sozusagen, wenn man die Bilder von der in the 80s die Theke sieht oder bei Jean-Luc Godard, da hat man nie im Kopf, auch wenn man die Theke nicht sieht, dass die vielleicht irgendwo noch um die Ecke gehen könnte oder sowas, sondern man hat sie sofort... Das ist das, was eine Theke ist. Man hat sie gerade im Kopf und das heißt, man steht sich so gegenüber. Und dadurch hat man eine Begrenzung, die Zuschauer von, vom Agierenden irgendwie trennt. Und wenn man das dann sozusagen in die Kameraeinstellung integriert, das heißt sozusagen diese frontale Position aufnimmt, hat man die zweite Person, sage ich jetzt mal so, sozusagen immer mit in der räumlichen Vorstellung, also selbst wenn die nicht im Bild drin ist. Das hat man also sozusagen sehr stark. Dadurch, dass der Film jetzt diese Theke am Anfang setzt, also so passend, also erst kommen die arbeitsamen Beine, sage ich jetzt mal, also sozusagen, dann kommt diese Thekensituation und bringt durch diesen Ort und die Inszenierung der Face-to-Face-Kommunikation dann mit den Gegenschüssen, die sozusagen eigentlich auch ein bisschen immer so aufstrecken, beziehungsweise die Irritationen bringen, markiert sie einfach diese Geschichte und man erkennt die Szene, die Einstellung dann wieder, dieser Halbhohe und verbindet mit der Theke, würde ich eben halt sagen. Und damit sozusagen hat man immer irgendwie das Gefühl, dass diese Leute einen besonders adressieren, dass sie nicht einfach nur irgendwas vor der Kamera machen, dass man so die Kamera dann vergisst oder so, sondern man hat immer das Gefühl, dass man selber sehr stark mit adressiert ist und dass man selber sozusagen Zuschauer ist, was man ansonsten im Film eher tendiert zu vergessen. Aber das ist ja schön, wie du das aufgeführt hast und dass man auch, wie du, so das könnte man zusammenbringen mit dieser Einstellung von der von einem Vorspann insofern, dass dann die Einstellung ist, funktioniert wie eine Theke-Situation, dass die sozusagen die Offscreen-Space so lateral, dass die ganze kreuz und quer durch das Frame ist ähnlich wie die Situation an der Theke. Nee? Das will ich nicht sagen. Oh, habe ich gesagt. Weil die Einstellung ja nach unten geht. Das ist ja sozusagen eine Einstellung, die du nicht... aber die dynamische Bewegung innerhalb des Frames scheint mir, dass wenn wir vorbereitet sind, weil es ist nicht nur eine Gegenüber an der Decke, ja. wie du erzählt hast, man hat so ein Nebeneinander. Ist, ja, und so in dem Sinn, es ist nicht nur frontal direkt, ja. man weiß, dass es kann immer jemand von draußen kommen, hier kann jemand von unten kommen, es kann so in dem Sinn. Ja, also da, okay, da bist du jetzt sozusagen, da würde ich dir recht geben, natürlich ist die Theke ein Ort, der sozusagen... ein Ort, der geradezu geeignet ist, um in die persönlichen Space und den persönlichen Raum sozusagen einzureichen und wo immer es passieren kann, dass dir jemand vor der Nase lang ragt und nach dem Aschenbecher greift oder was weiß ich oder so. Das gehört auch zu dem Ort. Aber wenn man sozusagen diese
also sozusagen die Leute relativ frontal adressiert hat oder so, dann sind erstmal, wenn sie nicht im Bild sind, die anderen hast du dann erstmal nicht im Kopf. Das würde ich so, würde ich auch so sagen. Dass, man hat die nicht im Kopf, aber dann hat man die plötzlich. Ja, nein, also eignet vor Augen, es bietet die Möglichkeit, es ist das Potenzial, genau das zu tun. Da würde ich sozusagen zustimmen, auf jeden Fall. Und ich meine, es ist ja eben halt auch so, dass diese halbnahen Einstellungen sind ja jetzt nicht irgendwie was, was es in anderen Filmen nicht gäbe oder sowas. Mhm. Nur es ist eben halt hier so, dass sie, ich meine, das ist, glaube ich, offensichtlich unglaublich häufig. Mhm. Also diese Einstellung ist, die gerade bei einem Musical, wo viele Leute hin und her laufen oder eben halt auch tanzen, merkwürdig ist. Aber dadurch, dass das vorher eingeführt worden ist, als eine Perspektive von hinter der Bar, also würde ich sagen, kann man das als, ich sage jetzt mal, Thekenkadrierung. Thekenkadrierung, finde ich schön. beschreiben. Ja. Gut, okay. Wir haben so einiges geöffnet. Vielleicht gibt es Fragen sofort. Ich sehe zwei, Kalani Michel und Vinzenz Hedeker. Ja, vielen Dank. Ich habe zwei Dinge. Das eine ist das A Cappella Quartett. Den Musikstil nennt man ja Barbershop. das ist eine... es gibt übrigens Barbershop-Weltmeisterschaften, also man kann nach Las Vegas fahren zum Beispiel und da mitsingen oder die anhören. Das historisch gesehen eine Unterhaltungsform, die gewissermaßen vor dem Radio kommt und die Popmusik der armen Leute ist, die sich eben beim Warten, beim Friseur selbst unterhalten müssen, indem sie dann eben diese Quartettmusik spielen. Und gleichzeitig hat das Quartett ja auch so eine Chorfunktion. Und da würde ich noch gerne von dir hören, was du zu diesem Quartett sagst oder dir denkst. Und der andere Punkt ist, du hast also wunderbare Analyse der Bar. Ich werde nie mehr unschuldig an eine Bar gehen. Geschafft. Und den Espace Commercial, also die Ladengeschäfte, hast du ja auch mitbedacht, auch mit dem Hinweis auf die Art und Weise, wie die Sexualität und Geschäft immer miteinander verknüpft werden. Aber es gibt ja noch einen dritten Raum in dieser Mall und das ist das Kino, wo die Leute hingehen, um die wahre Liebe zu suchen. Also da treffen sich eben Eli und John und Lily wartet da auf den Robert am Schluss. Nachher soll sie im Keller. Und dann geht es im Keller, ja. Aber es geht nicht gut ins Kino. Genau, und da wollte ich einfach noch dich fragen, wie es um das Kino steht. Ich hab mich auch gefragt, was es für eine Bewandtnis hat mit den Filmplakaten, die da aushängen. Also das erste ist ja Gone Crazy, das ist eine Dreiecksgeschichte, die dann in eine Gangstergeschichte abdriftet. Aber es ist eigentlich eine ganz ähnliche Geschichte wie die hier. Dann der Ryan O'Neill-Film und noch ein Batman. Was denkst du dazu? Also erstmal zu dem Chor, den ich auch so bezeichnen würde, oder sozusagen, dass er zumindest auch diese Funktion wahrnimmt, das ist sicherlich nicht alles. Aber natürlich, wenn jemand irgendwie, irgendwie so offen spricht oder die Wahrheit spricht, dann sind die es, die vier. Ne? Also das würde ich schon sagen. Mit dem Kino, ich meine, was ja bemerkenswert ist hier, obwohl es die meiste Zeit um Liebe, Sex und geht, ist, dass das die ganze Zeit am Arbeitsplatz spielt. Beziehungsweise dadurch, dass es eine Mall ist, gibt es so ein bisschen eine Mischung, dass es mit der Theke so eine Art Freizeit, also mit dem Bistro so eine Art Freizeitraum hat. Aber die Leute sind ja fast die ganze Zeit immer bei der Arbeit. Man sieht zwar, dass der Arbeitstag zu Ende ist, aber man sieht sie eigentlich nur ganz am Ende, wenn sie eben halt rausgehen. Wenn es diese...
wenn es diese Szene gibt am Ende. Aber ansonsten ist man da unten und überblickt größtenteils diesen Raum oder eben halt Teile von Salon und Dings. Insofern würde ich dann sagen, ist das Kino vergleichbar mit der Umkleidekabine da ein bisschen, wobei es eigentlich noch sozusagen anonymer privat ist als die Umkleidekabine, weil bei der Umkleidekabine gibt es ja immer das Problem, dass jemand den Vorhang aufziehen kann oder dass jemand die Füße sieht. das gibt es im Kino dann nicht. Also ich bin aber, ehrlich gesagt, ich bin auch so ein bisschen, was mich immer noch umtreibt bei dieser Kinoszene, ist natürlich das Licht auf ihrem Gesicht. Also er hat das ja nicht, sie hat das. Und ich bin so ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht hat jemand anders da noch eine Idee, aber ich meine, sie ist diejenige, deren Hin und Her schwanken sozusagen, um die es da geht. Und man könnte das damit irgendwie beschreiben, aber so ganz bin ich noch nicht froh damit, mit der Beschreibung, sage ich jetzt mal so. Ne? Und die amerikanischen Filme, Plakate würde ich teils als eine Vorliebe, teils als eine Orientierung, also Mall, obwohl es Passagen gibt, aber es ist ja, wird hier als Mall gehandelt, es ist ja sozusagen nicht eine belgische Passage oder sowas, eine Brüsseler Passage, sondern es ist eine Mall, also es ist ein amerikanischer Ort. Big Business, der Geliebte von Sivi fährt rüber nach zwar Kanada, aber Nordamerika und jetzt träumt von was, also oder erzählt von dem großen Geld und dem Traumland und so weiter. Das heißt, es ist alles sozusagen, ist amerikanischer Film dann mit Business, mit Kommerz verbunden. Ne? Also. Danke, ich würde genau damit übereinstimmen, dass halt der Film für mich jetzt wirklich geöffnet worden ist durch die vielen Beispiele. Aber das Beispiel, woran ich immer noch hänge, ist dieses The 80s Theke mit Vivre sa vie. Und halt das, was du gesagt hast, für mich war das schnell und komplex, aber das hat so viel geöffnet. Als du gesagt hast, in dem Spiegel von Vivre sa vie geht es um die Frau, die spricht, also über die Person, die spricht. Und in The 80s ging es eher darum, um die Person, die zuhört. Und dann habe ich mir gedacht, okay, worum geht es in dieser Theke, in dem jetzigen Film? Und ich habe mir gedacht, eigentlich ist es perfekt, dass ihr zwei dasteht, weil es geht um Klatsch und Theke und Systeme von Kommunikation, Katrin, Resetta, Rietz. Ich hatte das irgendwie alles im Kopf. Und dann dachte ich an den Satz von Papa Schwarz, irgendwie, Space is the name of the game and it's all about expansion. Mhm. Und ich dachte, eigentlich ist das, also oder ich denke halt, meine Idee wäre, ist es halt so, dass an dieser Theke es geht darum, nicht nur irgendwie das Sprechende zu sehen und die Person, die hören, sondern eher darum zu sehen, wie Klatsch und das Sprechende, wie wir immer das hören, was wir nicht hören sollen. Und das erweitert eigentlich den ganzen Raum, weil das verbindet ja alle Geschichten irgendwie an der Theke. Mhm. Das, was in dem Land passiert, und hinten im Kino. Also irgendwie ist die Theke, dachte ich, ist es das Herz irgendwie von dem Ganzen. Ja, ja. Und ich meine, es verbindet sozusagen auch eben halt zum Salon oder so. Also wenn die eine Friseuse bei Madame und Monsieur Jean steht und hört, dass Lilly, also dass Madame Jean das erzählt oder so und sie dann in die Dings rennt. Ja, ja, klar. Und ich dachte, okay, ja. du hast gesagt, es gibt da keinen Spiegel oder sowas. Ja. Aber es gibt manchmal die Glastüren sind ja so, wie ja, die Glastüren gibt es auch. Ist mit denen? Wobei ich nicht gesehen habe, dass die mit, also die sind natürlich Spiegel und spiegeln sozusagen den Raum im Off, aber die spiegeln jetzt nicht Leute, die entweder da reingucken groß oder Leute, die hinter ihnen stehen oder so. Oder auch zum Beispiel, wenn Lilly da im Schaufenster vorbeigeht und dann auf diese eine Bluse oder was weiß ich, One Size zeigt, dann sieht man sie nicht im Gesicht oder sowas. Also es gibt also sozusagen, es ist eher das Spiegeln als solches, was einerseits so den Glanz und andererseits die Räumlichkeit außerhalb irgendwie. Und nur manchmal, ich weiß nicht, ich habe wirklich nur auf die Theke geachtet, wegen deinem Vortrag, aber manchmal zum Beispiel als
Lilly und Robert da reingehen und wenn sie die Tür zumachen, dann kommt die Theke vor in der Spiegelung. Ich weiß nicht, ob das... Oh, das habe ich nicht gesehen. Oh, man sieht nur die Flaschen, ja, die Bar, genau. Die Flaschen. Und ich dachte, oh, ist das ein... Ich weiß nicht, vielleicht kann man zu viel da reinlesen, aber ich dachte, ist das irgendwie dreckig, weil jetzt irgendwie... Nee, das habe ich übersehen. Flaschen. Aber wenn ich was hinfügen könnte, wenn man so diese Thekenkadrierung aus so Konzept, formales Konzept für den Film kauft, was ich tue. Auch so Klatsch bleibt nie so in the frame. Klatsch ist immer in Bewegung und Klatsch, das ist noch eine Bestätigung dafür, dass diese Gegenüber-Situation der Theke immer ein Außen hat. Ich meine, ist das nicht, was wir sehen im Film, dass die eine von der Friseursalon hört, ich habe nie gesehen, ich habe die Frau nie gesehen in der Mise-en-Scène, währenddessen sie zuhört, dass Lilly und Robert Sex hatten an dem Abend vor der Hochzeit. Aber sie hat das an der Theke gehört. Wir haben sie nicht gesehen beim Zuhören, aber sie hat das an der Theke gehört und sie nimmt den Klatsch und das dann verbreitet. So das sagt uns, dass diese Theken-Kadrierung immer eine Außen hat, dass diese Lateralität, diese Offscreen, und das kommt durch den Klatsch. Und so der Klatsch ist ein anderer andere Bewegungsmotor im Film, die dann... Den Klatsch sozusagen als über den, nach links und rechts über den Bildrand. Genau, links, rechts, kreuz, quer. Ja. Und von dir, das Gegenüber eher der untere Bildrand. Ja. Ja, nee, aber klar. Aber ja, Bettina. Ich wollte nochmal auf das Kino zu sprechen kommen. Was ich extrem auffällig fand, war, ich versuche es gerade so zusammenzudenken, dass das Kino auch als Arbeitsplatz gezeigt und inszeniert wird. Nämlich man sieht mehrfach durch das Fenster, durch die Glasscheiben des Friseursalons hindurch die Kinotheke, Theke. Man sieht die Kassenfrau, die erst so da liegt, einfach so auf ihren Arm und die immer mal guckt und man rechnet eigentlich die ganze Zeit damit. Also erstens ist es sowieso eine total spannende Art, aufs Kino zu gucken. Aber man rechnet auch damit, dass deren Beobachtung oder Intervention irgendwann mal Gegenstand wird, was aber nicht passiert. Und was auch nicht passiert ist, es wird nicht ein einziges Mal die Leinwand gezeigt, was dann ja sozusagen der Spiegel des Kinos wäre, ne? Analog zum Thekenspiegel. Überhaupt nicht. Und was auch nicht passiert ist, dass die Begegnung im Kino wirklich dann funktioniert. Auch das nicht. Also all diese Erwartungen, die sich in dem Kontext wirklich anbieten würden, werden überhaupt nicht eingelöst. Es ist ein Arbeitsplatz. Es ist ein Platz, der irgendwie nicht funktioniert, um Handlungen loszuwerden. Er ist dunkel, ich glaube, das ist auch genau richtig, dass er dunkel ist. Und ich meine, er ist ja auch noch ganz abstrakt, muss man dazu sehen. Im ersten Moment denkt man ja, die sitzen. Aber wenn die dann weggehen, merkt man, dass die stehen. Und trotzdem fällt das Licht sozusagen auf die, auf das Gesicht. Also sozusagen, ne? Sie setzen sich gar nicht erst hin, die bleiben oben stehen sozusagen, so an der Wand. Ich weiß gar nicht, ob man das so konkret sich vorstellen kann oder muss, ob es sozusagen einfach nur Andeutungen des Raumes sind, dunkel und das Licht und wir haben Wissen vorher und so weiter, also so, ja. Aber ist das ein Statement, weil, also zum Beispiel sagt Eli ja auch, es gibt irgendwann diesen Moment, wo er sagt, irgendwie so plötzlich taucht was aus dem, like a miracle, steht plötzlich vor dir, wo, also mit dem Tunnelblick, den ich jetzt hatte, durch deinen Vortrag auf genau diese Situation hin, denkt man natürlich auch, das setzt jetzt sowas in Gang und auch das könnte wieder im Kino passieren, aber auch da, also ist es ein Statement oder ist es sozusagen, bleibt es einfach außen vor? Also ich weiß nicht, ob es ein Statement ist, es ist aber natürlich sozusagen die Szene, wo sie ihre Entscheidung trifft. Also das, so sehe ich sozusagen die Besonderheit dieser Szene. Aber das hilft dir jetzt nicht. Wahnsinnig interessant mit dem, was du da angeregt hast, durch den ganzen Film zu gucken. Ja, also das ist wirklich, es gibt keinen Moment, wo da nicht was passiert. Freut mich. Das Kino, nur ein Gedanke dazu, dass für mich, wir sehen keine Leinwand, wo die sind die Leinwand in dem Sinn. Das es scheint mir, dass das Kino ist der Ort für ihre Geschichte. Ich meine, ihre Geschichte ist so am kinoreifsten
fast von allem. So Auschwitz-Überlebende und verliebt und dann wieder. Und auch, ich meine, Delphine Seyrig ist Kinogeschichte und wie sie spielt. Sie steht da und auch es schien, dass ein paar Aufnahmen schien plötzlich Lassie und Marienbad so nachzumachen, fast mit ihr so begrüßende Arme oder sowas, auch sie, nachdem sie ihr Makeover hatte. Irgendwie scheint es mir, dass das Kino eine von vielen Funktionen, die es vielleicht hat, ist einfach, dass es ist eine Verortung, diese andere Art Liebesgeschichte, die fast als Modell oder Bezugspunkt für die anderen sind, in einem Sinn. Dass ich würde ein Kino mit Geschichte des Musicals vielleicht zusammensetzen oder ihre Beziehung irgendwie. Ich weiß nicht, kann man, ja, vielleicht kann man später. Ja, Jana. Ja, ich will das auch nochmal aufnehmen, was Bettina gerade gesagt hat, dass es so ungeheuer anregend ist, mit diesem Blick auf den Film zu schauen. Und das ist mir natürlich jetzt auch so gegangen, dass ich also jetzt die ganze Zeit nach diesem, wie ist das hier geframed, geschaut habe. Und dann ist mir noch was aufgefallen, wo ich dachte, funktioniert das jetzt ein bisschen anders? Und das wäre jetzt also meine Frage an dich. Und zwar gibt es ja diese eigenartigen Szenen, wo es plötzlich so voll ist. Ja, also wo plötzlich diese Leute so reinströmen und die Protagonisten, die wir die ganze Zeit verfolgen können, durch die so durchhirschen müssen oder irgendwie, also das auch so eine, immer als extrem, also als Störung und als so ein gewisser Kampf durch diese Menschenmassen zu kommen gezeigt wird. Und also du hattest ja nun angeregt, dass die Theke eben auf uns als Zuschauer verweist und diese Zuschauersituation und diese Adressierung. Und in den Momenten ist es ja eigentlich, also war jetzt so höchstens meine Idee dazu, da ist das irgendwie ausgesetzt und es geht dann eher um sowas wie sich mit reinzuwerfen in die Menge, also doch dem Protagonisten dann zu folgen, quasi auf dem im Rücken, aber zugleich waren die auch alle so von oben gefilmt und ich kenne mich nicht wirklich aus mit solchen Sachen, also von daher meine Frage. Also ja, wie gesagt, also wie ist natürlich ist dieses Thekenkadrieren nicht in jeder Einstellung, wie ich schon sagte, und bei dieser ist es ja auch so, dass die Leute fast sehr hoch, also sozusagen die versuchen durch diese Menschenmassen durchzukommen, also sind ja fast eher sozusagen nah gefilmt. Also ich sehe diese Einstellung in dem Kontext A von das, was man manchmal erlebt im Laden. Da unterhalten sich zwei Verkäuferinnen und dann kommt eine Kundin und stört. Ne, also das ist das eine. Und das zweite ist, dass es natürlich eine Choreografie ist. Also da wird also im Grunde genommen getanzt da irgendwie. Und also ist ein Moment sozusagen die Mall in dieser störenden Weise sozusagen auszuführen, so ungefähr würde ich das ja, die Zeit der Arbeit, ja, Zeit spielte dann eigentlich, wäre interessant das reinzubringen in diese, ob die Thekenkadrierung eine andere Art Zeitbezug hat aus die Jean Dielmann Kadrierung oder die so einfach diese Unterbrechungen, die ja, ich meine, hier geht es ganz anders so als bei Jean Dielmann. ja, deswegen bringe ich die zusammen, ja. Wobei, ich meine, also ich weiß nicht, wenn man irgendwie nur ein bisschen die Idee hat, dass Ackermann auch so einen Film wie Jean Dielmann gemacht hat und den kennt, dann denkt man natürlich die ganze Zeit, vor allem wenn am Ende, wenn oder also bei Delphine Seyrig die ganze Zeit, wann bringt sie ihren Mann um, denkt man die ganze Zeit irgendwie. Also, Karen, hattest du eine Frage? Ja. Genau, mich haben vor allem diese Grenzüberschreitungen interessiert. Also es gab ja diese vielen Szenen, also vor der Theke, hinter der Theke, vor dem Schaufenster, hinter dem Schaufenster, vor dem Vorhang, hinter dem Vorhang. Und mir schien es, als ob die, also vielleicht nur eine Einschätzung dazu oder noch ein bisschen Info von deiner Seite, wer sozusagen diese Grenzen überschreiten kann. Und mir schien es so, als ob gerade die arbeitenden Frauen da irgendwie flüssiger zwischen diesen Grenzen hin und her fließen konnten. Also die vertreten sich gegenseitig hinter der Bar, am Waschbecken oder beim Föhnen oder so. Da gibt es ja keine wirkliche Unterscheidung, wer jetzt aus welchem Laden wo arbeitet. Ja, welchen Kopf massiert, ja. Und das fand ich irgendwie ganz spannend, weil die ja dann gleichzeitig... Ja, und Monsieur Jean, entschuldige. Genau, und sich auch gegenseitig bedienen. Also die bestellen dann da auch Getränke oder machen sich dann gegenseitiges Makeover. Also dass sozusagen die Leute, die da arbeiten und das konsumieren, auch immer die gleichen sind und die auch irgendwie flüssiger zwischen diesen Rollen wechseln können.
Ja, und ich meine, Monsieur Jean zertrümmert dann den Laden, ne? Also wenn er irgendwie nicht mehr hin und, also ne? der kann sozusagen nicht damit umgehen. Ja, finde ich einleuchtend. Ich meine, es gibt natürlich jetzt noch Monsieur Schwarz und den Robert oder so, aber bei denen habe ich auch eigentlich immer das Gefühl, dass die vor allen Dingen, es gibt diese eine Szene in der Umkleidekabine, aber ansonsten, als wenn die dann meistens vorm Laden reden, als wenn die draußen in der Halle reden. Ja. Darf ich dann, Sonja. Ja, da gerade so viel über Bild und Bildkonstruktion gesprochen würde, würde ich jetzt eine Frage zur Tonkonstruktion stellen, weil also ich finde ganz interessant und in dem Film, dass die Tonspur auch viele Tone, Geräusche der Arbeit der Frauen also damit konstruiert wird, und zwar so, mir waren klar die Geräusche von der Schere, die diese rhythmische, diese Rhythmik konstruieren bei einem Stück. Also bei mehreren sogar. Ja, bei mehreren. Also da wollte ich dir fragen, was... Ja, kann ich erstmal zu sagen, finde ich unheimlich toll. Ja, ich auch. Das gefällt mir total gut. Es kommt, glaube ich, auch noch die Haarspraydose hinzu, die eingesetzt wird. Mhm. Als ein Percussion-Moment und so. Ich meine, es fängt an im Vorspann, dass dass der Klang der Schuhe, der ist natürlich extrem. Ja. Oder dass Robert Lily an dem erkennt. Ne? Also dieses, natürlich, also die arbeitet sehr stark mit diesen Soundgeschichten. Und ich finde es naheliegend, also sozusagen das Bildmoment oder das Sujet im Friseursalon und dann auf der Soundebene, also sozusagen ein neues Geräusch oder ein Arbeitsgeräusch, wie man immer will, sozusagen als ein Percussion-Moment einzusetzen. So. Aber ich weiß jetzt nicht, mehr könnte ich da jetzt auch erstmal nicht zu sagen. Ich weiß nicht genau, wie das wäre, also damit habe ich mich auseinandergesetzt, wer das jetzt gemacht hat und so weiter. Ich kann nur sagen, ich liebe es, ich finde es ganz toll. Ich finde es erstaunlich, dass der Film Golden 80s heißt und dass dieser Vorgänger-Doku sogar The 80s heißt, als würde da so ein historischer Blick auf die Epoche geworfen, die noch im Gange ist. Inwiefern lässt sich vielleicht der Film als so eine Art Zeitdiagnose lesen? Ja, also mit dem Titel, das habe ich mich in der Tat auch immer wieder gefragt und ich lese es eigentlich oder verstehe es auch so, dass es sozusagen das Gefühl ist, dass die 70er, die sozialen Bewegungen der 70er sind vorbei und Commerce macht sich breit oder so. Ne? Und aber also jetzt sag mal, in einem weiteren Sinne wüsste ich nicht, der Film sollte eigentlich La Galleria heißen, also in so einem frühen Drehbuchstadion nach der Mall. Und ich kann mehr nicht dazu sagen, warum er so heißt. Ich finde sozusagen offensichtlich, also sozusagen den Unterschied, warum der eine Film 80s heißt und der andere Golden 80s. Also der eine hat das Budget, der andere nicht, sage ich jetzt mal so. Wohl so ein großes Budget hat sie natürlich auch nicht gekriegt, sie wollte ein viel größeres haben. Also sie hat ja zum Beispiel eben halt keinen Studiofilm gemacht. Ja, das ist eigentlich... war meine Frage, was ich stellen wollte. Aber vielleicht stelle ich nur eine letzte Frage, falls es nichts was gibt. Aber die Liebe Arbeit hast du zusammengebracht mit den Working Girls. Und Liebe und Arbeit ist oft so ein Thema in klassischen Musicals. Und oft ist es durch Ehe, dass Liebe und Arbeit zusammenkommen in klassischen Musicals. Oder so, dass irgendwie diese... Nicht für die Frau. Nee, aber dass irgendwie dass
dass so die, aber ich frage, vielleicht nicht, vielleicht vereinfache ich das, aber ich frage mich, ob die... Und auch bei Musicals, wenn so selber, also wenn die selber Musicals machen, in den Musicals. Ja, dass irgendwie, dann kommen sie zusammen, ja, weil die Arbeit und die Liebe, dass die Probleme, die sie haben, werden gelöst durch die Musical-Sequenzen und dann diese auch ökonomische Unterschiede können überwunden sein durch die so Struktur des Musicals und blablabla. Bla, bla. Und ich frage mich, aber hier klappt es nicht so. Ist das in dem Sinn nicht so eine kritische Auseinandersetzung, so durch, mit dem Blick auf die Working Girls, wenn man will, haben wir ein anderes Denken über das Zusammenkommen oder Nicht-Zusammenkommen von Liebe und Arbeit und Ehe. Weil Ehe ist natürlich immer die Lösung, eine schlechte Lösung, aber... geht nicht auf, aber es ist die Lösung dann in klassischen Hollywood-Musicals. Und hier ist die eher sehr kritisch behandelt. Also ich meine, wenn man also irgendwie meint, dass man hier eine Antwort in der Richtung findet oder so, wird man nur desillusioniert. Also ich meine, der Film, also ich finde das, wie gesagt, mit Eli auch noch am schlagendsten sozusagen. Ich meine, wenn er an der Theke redet mit Sylvie, die ja dann nachher am Ende auch sagt, dass sie es vielleicht sogar gar nicht so schlecht findet, wenn ihr Schatz nicht wiederkommt, aber trotzdem gerne die Liebesbriefe weiter vorliest. Die Geschichten, also es gibt eigentlich selbst Robert und Lili, wo man ja am Ende, also sagen könnte, der Golddigger und der blöde Juniorchef wären jetzt das große Liebespaar, von denen man das ja eigentlich gar nicht hätte erwartet. Also die sozusagen wären eigentlich nicht das Paar gewesen. Da ist es ja so, dass wenn Lili Madame Schwarz irgendwie erzählt, warum sie Robert mag, da weiß man nicht so genau, was sie so richtig an ihm findet, ob es nicht vielleicht doch der Shop ist. Also sozusagen, es kippt da ja dann auch wieder. Und also ich sehe kein richtiges Zusammenkommen von Liebe und Arbeit oder sowas, außer dann ein verkrampftes Lächeln von Delphine Zirik. Also so. Also, oder? Nein, ich sehe das auch nicht. Dass also ich meine, das Robert hier, also als total, also jede Happy End Schiene, selbst der Trost am Ende von Monsieur Schwarz mit dem diese Kleiderallegorie, was ich meinte, ist ja dann auch irgendwie, der lässt die ja noch nicht mal stehen, sondern sagt dann ganz klar, also der Trost endet damit, dass er sagt, ich verdiene sonst nichts. Also, Gut, nee, ja. Ich weiß nicht, ob ich dich... Ja, nee, ich habe nur versucht, diese so Liebe, Arbeit, Ehe. Ja. So Ehe war immer die Lösung in klassischen Filmen. So mit Working Girl Films. Also in Working Girl Films, würde ich so sagen, bei Working Girl Films ist die Unterscheidung eigentlich Frau, berufstätige Frau. Mhm. Und dadurch entsteht immer ein Ungleichgewicht. Die berufstätige Frau ist eigentlich nur vorübergehend berufstätig, bis sie eben halt geheiratet hat. Oder sie ist erfolgreich oder auch nicht erfolgreich. Es gibt auch solche, die nicht erfolgreich werden und unglücklich sind und arbeiten weiter. Hier kommt ja noch eine andere Unterscheidung hinzu, die sozusagen Aufrichtigkeit oder nur Commerce, also sozusagen, die kommt sozusagen, die bringt sie hier mit rein. Da könnte ich vielleicht sogar am ehesten sagen, dass sie sozusagen diese Vatergeschichte, von der du am Anfang geredet hast, dass sie sozusagen diese Working Girl Geschichte sozusagen damit auffächert oder so. Kunst und Commerce oder was sage ich jetzt mal? Sagen wir mal so. Okay, aber dann sind wir wieder am Anfang. Das ist immer sehr rund und schön. Ja, danke, dass Sie geblieben sind und danke, Verena Mundt.